wunderschönen guten Morgen. Hi, ich bin Hans Hans, ein dankbar Genesensüchtiger. Ja, gleich geht's los und dann fahre ich Richtung Kempten und ich freue mich schon riesig drauf, viele Freunde zu treffen. Trotzdem lese ich euch nochmal die Tagesmeditation zum Karfreitag, den 10. April, zu beschäftigt. Nur für heute. Wir müssen das, was wir lernen, benutzen, sonst verlieren wir es ganz gleich, wie lange wir clean sind. Basic Text, Seite 104. Nachdem wir erstmal eine gewisse Clean-Zeit beisammen haben, neigen viele von uns dazu, zu vergessen, was Vorrang hat. Einmal in der Woche oder seltener sagen wir, ich muss heute Abend ins Meeting gehen. Zuletzt war ich vor. Wir sind mit anderen Dingen beschäftigt, die für uns bestimmt wichtig sind, aber unsere regelmäßige Teilnahme an Narcotics Anonymous ist es nicht weniger. Es geschieht langsam. Wir bekommen einen Job. Wir finden zu unserer Familie zurück. Wir sind Kinder auf. Der Hund ist krank und wir gehen abends zur Schule. Die Wohnung muss geputzt werden, der Rasen muss gemäht werden. Wir müssen Überstunden machen, wir sind müde. Es gibt heute Abend was Gutes im Theater und plötzlich bemerken wir, dass es schon ziemlich lange her ist, seitdem wir unseren Sponsor oder unsere Sponsorin angerufen haben, im Meeting waren, mit einem Neuankömmling geteilt haben. Und selbst mit Gott haben wir schon eine ganze Weile nicht mehr gesprochen. Was tun wir an diesem Punkt? Wir erneuern entweder unsere Verpflichtung für unsere Genesung oder wir bleiben weiter zu beschäftigt, um zu genesen. Bis etwas passiert und unser Leben nicht mehr zu meistern ist. Was für eine Wahl. Unsere sicherste Entscheidung ist, mehr Kraft in die Erhaltung des Fundaments unserer Genesung zu stecken, auf dem unser Leben gebaut ist. Dieses Fundament macht alles andere möglich und wird ganz sicher bröckeln, wenn wir mit allem anderen zu beschäftigt sind. Nur für heute. Ich kann es mir nicht leisten, keine Zeit für meine Genesung zu haben. Ich werde heute etwas tun, was meine Genesung erhält. Boah, danke für den Text. Ja, da kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe mir am Anfang meiner Clean-Zeit ja eine Frau gefunden, die Liebe. Ich habe geheiratet, ich habe das Arbeiten angefangen, habe eine Firma aufgebaut, bin immer weniger in Meetings gegangen, ja, und im nichtstofflichen Bereich. Ja, wurde zum Workaholic und dachte, ich brauche die Meetings nimmer. Und das Ende vom Lied war, ich habe einen Tiefpunkt erlebt, ich habe mich scheiden lassen, ich habe heute keine Firma mehr, ich wäre fast daran gestorben. Ich habe die Oldtimer-Krankheit leben müssen und bin heute dankbar, wieder zurückgekehrt sein zu NA. Und ich weiß heute, dass ich diesen Weg gehen musste, um mit mir und mit dem Programm in Beziehung zu kommen. Und ich bin heute dankbar, immer noch clean zu sein, dass ich es überleben durfte und dass mir das Programm und dieser Weg ein neues Leben geschenkt hat. Und ich werde nimmer beschäftigt sein im Außen, sondern für mich ist täglich meine Priorität, meine Genesung an erster Stelle. Es geht um meinen Arsch und um mein Leben. Und ich weiß heute, wenn ich meine Genesung an erster Stelle setze, dann funktioniert im Außen auch alles. Und das ist ein Riesengeschenk. Darum werde ich weiterhin fleißig in Meetings gehen, Service machen, denn was mir gut tut, das behalte ich und das Schlechte werfe ich weg. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest. Ich freue mich auf viele von euch in Kempten und hoffe, wenn ich in Kempten bin, dass ich da Internetanschluss habe, dass ich weiterhin die Meditation reinstellen kann. Sonst sehen wir uns spätestens wieder am Montag. Bis bald, euer Hans. Hi. Nochmal schön lächeln, die Kamera, ja. Tschüss.